Vor 6 Jahren wurde ich in meinem Auslandssemester entführt und vergewaltigt. Was für ihn nur 30 Minuten waren, begleitet mich mein ganzes Leben lang. Und die ganze Zeit dabei hat er quasi, wenn man ihm eingeblasen hat, die Pistole an unseren Kopf gehalten. Also man hat irgendwie das Gefühl, man steht neben sich und beobachtet sich bei den Handlungen selber. Also ich habe tatsächlich auch einen Hintergrund, warum ich das hier mache. Antworte mir, bevor ich dich vergewaltige. Ein Mann hat mich angesprochen und wollte, dass ich mit ihm was trinken gehe. Ich habe gesagt, dass ich keine Zeit habe. Daraufhin hat er mich festgehalten, umarmt und mich dann in seinen Hausflur gezogen. Mir gegenüber saß ein Mann, der mir die ganze Zeit komische Blicke zugeworfen hat. Am Steintor bin ich dann aufgestanden und da hat er mir zwischen die Beine in meinen Schritt gefasst. Ich habe mich so eklig gefühlt. Ja, hinterhergerannt, bis zwei andere Männer auf Fahrradschuhen Vor 6 Jahren wurde ich in meinem Auslandssemester entführt und vergewaltigt. Ich bin es einfach leid zu schweigen und finde es irgendwie wichtig, dass man halt mehr darüber redet. Und deswegen sitze ich jetzt hier und möchte einfach öffentlich mit dem Thema mehr umgehen. Lisa wurde 2016 in Kolumbien vergewaltigt. Zu dem Zeitpunkt der Vergewaltigung war sie mit 2 Freundinnen auf einem touristischen Wanderweg in der Region Rio Panza unterwegs. Eine Person haben wir am Wegesrand gesehen, an der Seite, ein Mann. Und hat uns gesehen und hatte schon so einen gierigen Blick, einfach so dieses Gegeier. Und dann ist er quasi von hinten an uns vorbei, weil der Weg war so eng, dass man halt nicht nebeneinander gehen konnte, musste halt hintereinander gehen. Er ist an uns vorbei, nach ganz vorne und hat dann eben gesagt, ja, hey Ladies, kommt doch jetzt mal mit mir mit. Und wir waren halt so, nee, das machen wir nicht. Und dann hat er halt seine Pistole von hinten rausgeholt und hat uns halt damit bedroht und meinte so, ihr kommt jetzt mit mir mit. Und was sollst du machen? Er hat eine Pistole, natürlich gehst du dann mit, so klar. Und sind dann halt mit ihm mitgegangen und ich habe zu dem Zeitpunkt noch gedacht, okay, vielleicht ist einfach, das hört sich so krass an, weil es halt so erleichternd klingt, aber wir dachten, ja, okay, er will einfach kurz unser Geld haben, Handys, was halt irgendwie Normalität ist bei Überfällen. Darum ging es ihm aber nicht. Er hat relativ schnell kommuniziert, dass er gerne Sex möchte von mir oder einer anderen Person. Und das war dann so ein zögernder Moment von, was machen wir jetzt? Also niemand hat sich getraut, was zu sagen und dann habe ich halt gemerkt, dass die andere Person schon so agieren wollte und sagen wollte, ja, ich kann's machen. Und da habe ich meine Stimme erhoben und meinte so, das machen wir nicht. Wir machen das nicht. Wir werden hier jetzt gerade nicht vergewaltigt, Alter. Und entweder du kannst dir selber einen runterholen oder so und wir ziehen uns halt aus. Und dann hat er sich irgendwie komischerweise, es war eine ganz absurde Situation, aber auf diesen Deal hat er sich eben eingelassen. Genau, und dann hat er halt angefangen, sich auszuziehen und an sich rumzuspielen. Und wir mussten uns halt eben auch ausziehen und das andere Mädchen sollte einfach nur zugucken. Und naja, dabei ist es natürlich nicht geblieben. Also er hat dann halt verlangt, dass wir ihm halt auch einen blasen oder ihm einen runterholen. Er hat sich an uns auch ergriffen. Und die ganze Zeit dabei hat er quasi, wenn man ihm einen geblasen hat, hat er die Pistole an unseren Kopf gehalten. Also er hat uns mit der Pistole halt bedroht. Er hat auch nochmal gezeigt, dass da auch wirklich Patronen dran sind, dass es eine echte Pistole ist. Das war ihm irgendwie auch nochmal wichtig. Er hat dann, als er fertig war, unsere Handys mitgenommen und unser Geld und hat gesagt, er möchte gerne, dass wir hier noch eine halbe Stunde warten. Und als er dann abgehauen ist und wir da gehockt haben und uns so aneinander festgehalten haben, ich hatte das Gefühl, ich habe einfach nur funktioniert. So. Also man hat irgendwie das Gefühl, man steht neben sich und beobachtet sich bei den Handlungen selber. Also man ist irgendwie nicht im Körper selber drin. Und hat dann zu den anderen Mädels gesagt, so, okay Leute, wir atmen jetzt tief durch und dann rennen wir einfach hier raus. So. Und das war, ich weiß nicht, das war so absurd, weil uns ist diese schlimme Situation passiert. Und irgendwie 10 Meter weiter entfernt waren halt die Familien, die da halt gespielt haben und Kinder, die gespielt haben. Boah, das war so krass. Und dann sind wir halt aufs Klo gegangen und ich habe dann halt versucht zu kotzen. Aber es ging halt nicht. Ja, und dann, keine Ahnung, wir haben irgendwie versucht halt mit der Polizei gleich vor Ort zu sprechen und haben den Polizisten, die dann
halt da am Eingang standen, halt gleich irgendwie gesagt, ja, yo, hier ist gerade was passiert, was richtig Schlimmes. Und die haben uns halt nicht geglaubt. Die Ausstellung Cat QR zeigt Geschichten über sexualisierte Gewalt. Deborah schaut sich an, was Designstudierende in Kooperation mit den evangelischen Frauen in Hannover auf die Beine gestellt haben. Susanne Paul ist für das Projekt mitverantwortlich und erlebt, wie die Wände der Ausstellung immer voller werden. Ich weiß, hier sind junge Frauen reingekommen in diese Ausstellung und die haben das hier gelesen und haben sie gesagt, ist das alles aus Deutschland? Weil sie das Gefühl hatten, das gibt es doch bei uns gar nicht. Also die waren ganz fassungslos. Also das ist schon sehr, sehr berührend. Ja, hier ist ja auch gleich direkt ein Bezug zur Kirche gemacht, ne? Ja. Also in der Kirche wurde gesagt, liebe deinen Nächsten, doch wie könnte ich jemanden lieben, wenn mein Nächster mein eigener Vater war? Das ist schon echt heftig. Ja. Also. Und ich will keine Angst mehr haben für jeden Schritt nach draußen, ich will frei sein. Ja, und vor allem, dass Vergewaltigung nicht verjährt. Also das ist auch wirklich, hoffe ich auch, dass das passiert zukünftig. Ja. Mit ihrem Trauma besser umgehen zu können, hat sich Lisa therapeutische Hilfe geholt. Was ihr auch Kraft gibt, ist darüber zu schreiben. Ich habe heute Morgen mal Kraft gefunden, über den 27.08. zu schreiben. 5 Jahre ist die Vergewaltigung nun her. Ich habe durch das fehlende Zeitgefühl ganz vergessen, dass der 27.08. ist. Ich habe es aber gespürt, mein Körper war müde, wie lange nicht, und ich war einfach nur traurig. Schon krass, dass das Unterbewusstsein so etwas abspeichern kann. Nächsten Morgen war ich wütend darüber, dass ich jedes Jahr aufs Neue daran erinnert werde, an etwas, vor dem ich eigentlich Ruhe haben will. Ich bin wütend darüber, dass so eine kurze Situation so einen enormen Einfluss hat auf mich und meine Lebenszeit. Es wird immer wieder aufploppen. Ich werde nie frei sein können, durch die Nächte ziehen können, und das ist mega scheiße und es nervt. Ja. Krass. Ich muss halt jetzt gerade weinen, weil es halt ein Jahr her ist, weißt du, so. Vor einem Jahr hätte ich mich das nie getraut, darüber zu reden. Vor Leuten. Ist mega schön, gerade das zu erfahren. Betroffene von verbaler sexueller Belästigung, auch Catcalls genannt, können ihre Geschichten an Organisationen wie die Catcalls of Hannover per Instagram schicken. An dem Ort der Belästigung wird dann der Spruch mit Kreide auf die Straße geschrieben. Was ist denn eigentlich so euer Ziel damit, dass ihr es ankreidet? Also das allererste Ziel ist natürlich, dass den Ort für die betroffene Person zurückzuerobern, ne? Also dass die dann quasi auch mit der Erfahrung so ein bisschen abschließen können und sich gesehen fühlen. Das Problem bei Catcalling ist ja, dass das irgendwie alle betrifft, also egal, ob sie das jetzt mitbekommen oder erleben, und es ändert sich nicht, wenn sich unser Mindset dazu nicht ändert, und wir hoffen halt mit den Geschichten, die dann ja auch auf Instagram sichtbar sind, wo man sich dann zum Beispiel durchlesen kann, ich habe mich total eklig gefühlt oder ich hatte total Angst, dass wir dadurch halt das Mindset von Leuten verändern, so ein Umdenken erreichen. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen das Ziel. Macht das irgendwie was mit dir? Mittlerweile nicht mehr so viel. Also gerade am Anfang hat mich vieles noch sehr schockiert, aber mittlerweile halt zum Beispiel das, was wir heute ankreiden, das bin ich halt so gewohnt, dass es mich nicht mehr wirklich mitnimmt. Ja, ich weiß rational auch, dass das heftig ist, aber ich selber bin halt abgestumpft.
Also ich finde es schon auch heftig, muss ich sagen, vor allem zu wissen, was für Geschichten dahinter stehen. Kann das auch ganz gut nachvollziehen, dass man ab einer gewissen Zeit auch abstumpft, wenn man so viel am Tag ja, erzählt bekommt und die Geschichten hört. Und ich muss sagen, ich freue mich gerade, dass ich Teil davon sein kann, diese Geschichten auch sichtbar zu machen und hoffe, dass es den betroffenen Personen helfen kann, indem sie dann letztendlich damit auch abschließen können, dass es dann jetzt hier öffentlich auch steht. Welche hast du denn? Den hast du genommen, ne? Die Sachen, die wir jetzt hier angekreidet haben, könnte ja auch sein, oder ich könnte mir vorstellen, dass Leute einfach sagen, hey, ist doch für das coole Kompliment, ey, dicke Titten, ist doch cool, also ja, das, siehst du das? Das hören wir tatsächlich sehr oft. Mhm. Erstens braucht man für ein gutes Kompliment, da gibt es, also es ist sogar Teil meiner Workshops, da gibt es so verschiedene Kategorien, zum Beispiel, dass die andere Person sich immer gut fühlt. Ne? Mhm. Ein Kompliment ist dazu da, dass man möchte, dass der andere ein warmes Gefühl hat, sozusagen. Ja. Und es kann mir niemand erzählen, dass er wirklich glaubt, dass wenn ich zu einer komplett fremden, mir komplett fremden Person auf der Straße sage, ey, geile Titten oder dicke Titten, dass die Person wirklich glaubt, dass das Gegenüber sich danach gut fühlt. Aber selbst wenn, ist es ja immer noch so, dass man absolut keine Beziehung zueinander hat. Also man kennt sich überhaupt nicht. Wie angemessen ist es zu jemandem, bei jemandem, den man wirklich gar nicht kennt? Null. Einfach das Aussehen und den Körper zu kommentieren. Und selbst wenn man eine Person kennt, ist es trotzdem nicht angemessen, einfach das Aussehen und den Körper zu kommentieren. Also das macht man einfach nicht. Und es scheint aber okay zu sein für einige Mitglieder unserer Gesellschaft, wenn man sich nicht kennt und die betroffene Person irgendwie ein junges Mädchen ist. Okay. Also in Deutschland sind mir Situationen passiert, die ich überhaupt nicht als schlimm empfunden habe. Und im Nachhinein, jetzt nach dieser Gewaltsituation, je mehr ich damit mich auch informiert habe, ja auch teilweise mit Institutionen gesprochen habe, habe ich einfach verstanden, dass Situationen wie im Club am Grabschen nicht normal gesehen werden sollten, sondern dass es halt einfach super problematisch ist, wenn du als weibliche Person oder egal welches Geschlecht du hast, einfach im Club angegrabscht wirst. Ich denke mir auch so, was soll das einfach? Genau, was mir aber oft passiert, ist halt Catcalling, also eben, dass Leute, gerade Männer, mir halt hinterherrufen, keine Ahnung, hey sexy, dreh dich doch mal um. Ich wurde letztens tatsächlich einmal von jemandem auf dem Fahrrad umkreist und gefragt, ob ich seine Nummer haben möchte. Ich gehe dann meistens in solchen Situationen weg, aber natürlich sind diese Situationen gerade auch für ein Opfer von sexueller Gewalt eben immer Paniksituationen. Ne? Also du hast einfach dann Angst davor. Eine Situation gab es tatsächlich, die ist auch im Familienkreis passiert, dass mir dann eine Person entgegengebracht hat, naja, hättest du mal einen Selbstverteidigungskurs vorher gemacht, wäre das halt nie passiert. Ja, und dann fängst du halt an, dich zu rechtfertigen. Ne? Also du kommst automatisch in so einen Rechtfertigungsmodus von, hey, ja, wie soll ich das denn machen? Er hat ja eine Pistole. So, und das ist natürlich eine Opfer-Täter-Umkehrung natürlich, ja. Passt, machen wir gleich. Versuch's erstmal noch ein bisschen ohne großartig. Ich bin total attraktiver Typ. Ey, lass mich in Ruhe an, nein! Jede dritte Frau in Deutschland ist von sexueller und/oder körperlicher Gewalt betroffen. Zur Traumabewältigung gehört für Lisa das Tanzen dazu. 2022 ist sie zum ersten Mal mit ihrer Geschichte auf die Bühne gegangen. Und zieh, und zieh, und zieh, und. Jawohl, komm, zieh, 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 jawohl. Du sollst herkommen! Nein! Doch, komm schon her jetzt! Nimm
jetzt, du sollst mitkommen, habe ich gesagt. Du kommst du jetzt hier, Fräulein. Us. Jawohl. Kirsten Semper ist Kraft-Maga-Trainerin und möchte Mädchen und Frauen die Möglichkeit geben, in ihrem Kurs ihr Erlebtes zu verarbeiten oder sich auf mögliche Situationen vorzubereiten. Das ist halt ein schwieriges Thema. Ist auch bis heute noch präsent. Ganz, ganz viel, auch bei Kiddies, die ich trainiere. Ich habe auch Frauen hier in den Kursen, wo man dann im Laufe eines Kurses plötzlich feststellt, irgendwas stimmt da nicht. Das merkt man dann. Dann kommt man ins Gespräch und dann tun sich da manchmal Abgründe auf, wo man wirklich sagt, oh meine Güte, dass das heute noch möglich ist und wie lange die Mädels das teilweise sogar mit sich rumtragen. Ja, hattest du oder irgendwer hier aus der Gruppe oder früheren Gruppe schon mal die Situation, wo man das oder wo jemand das anwenden musste oder du das anwenden musstest? Ich hatte Situationen, als ich es noch nicht konnte. Okay. Ja, also ich habe tatsächlich auch einen Hintergrund, warum ich das hier mache. Allerdings durfte ich das nie, weil ich ein Mädchen bin. Ja? Oder zu dem Zeitpunkt Mädchen eben halt noch vom Alter her und dann macht man das nicht. Ja. Ja. Ich meine, ich war ja noch relativ jung, als mir das passiert ist. 21, 22, als ich vergewaltigt wurde. Hatte noch nicht so viel sexuelle Erfahrung und dachte halt die ganze Zeit, ja, okay, wenn ich jetzt von einem neuen Mann quasi angefasst wurde, bin ich halt irgendwie beschmutzt oder wurde gebraucht oder so. Also im Verbrauchensinne. Und dachte deswegen halt immer, dass ich irgendwie es nicht mehr wert bin, irgendwie geliebt zu werden oder angefasst zu werden, was natürlich völliger Bullshit ist, aber das sind so Sachen, die dir am Anfang im Kopf erstmal kommen dann. Aber ich habe zum Beispiel mich nicht mehr getraut, mich freizügig anzuziehen oder ich habe voll viel so weite Sachen getragen eher oder auch männlich gelesene Sachen wie weite Hosen oder so Schlabberpullis, weil ich eben meinen Körper verstecken wollte und möglichst keine Bildfläche oder eine Möglichkeit bilden wollte für einen Mann, mich zu beschreiben oder mich anzufassen oder mich anzuflirten, sondern ich wollte möglichst unauffällig sein. Ich glaube, das war ist auch nur so eine Beschreibung. Mich nicht geschminkt, mich wenig einfach gezeigt. Then girl, can you wind those up? Can you climb on the blood clot boat in top? If you sit up on the blood clot bike, wind up your body 'cause you boom boom tight. You say you want come walk and wind. Alright, then if you wind one time, alright, can you walk, 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 walk up your ears and walk, walk. Das hätte ich mich halt nie getraut, das vorher zu machen, da mein Booty zu shaken. Und ich glaube, das war voll wichtig für mich, dass Leute hinter mir stehen und nicht dann zu denken, also nicht so sagen wie, was macht die denn jetzt da oder was hat die denn an? Muss sie sich ja nicht wundern, wenn sie irgendwie angefasst wird, sondern so, die haben das halt gefeiert, weißt du? Die haben, die Menschen, die da sind, feiern dich, wenn du da halt freizügig, egal welche Körperform du hast. Und Knie, und Knie, und Knie, und Knie. Ja, aber falsch. Ja. Und dann. Komm ran hier! Hopp! Hopp! Wo ist er? Komm, du kommst mit. Weil wir versuchen, dir da rauszuhelfen, indem du deine Kraft wieder für dich entdeckst, dann dein eigenes Ich wieder entdeckst und deine Persönlichkeit auch wieder rauslassen kannst. Weil viele kommen hier rein und ja, die sind wie ausgewaschen. Ja, und die Frauen stellen halt fest, okay, ich bin nicht das schwache Geschlecht. Auch Kommunikation gehört mit zum Training, ja? Hey, hör auf mit der Scheiße! Hör auf mit der Scheiße! Also mir wurde ehrlich gesagt ziemlich mulmig in dem Moment, als ich das gesehen habe, weil es halt wirklich krass realistisch ist. Also krass, aber schon sehr realistisch. Komm erstmal langsam in die Geschichte rein. Wir erhöhen das Tempo so, wie du es aushältst. Ich trau mich mal. Mach das. Klar. Und möchtest du mit Basti oder möchtest du es mit mir?
probieren. Ich würde es tatsächlich mit Basti machen. Klar. Möchtest du einmal locker probieren? Ja. Darfst du einmal locker? Kinn runterdrücken. Hand höher, die immer Hand höher, genau. Und dreh dich raus. Dreh dich raus. Jawohl. Okay. Richtig schön mitziehen. Okay. Ne, auch rede ruhig mit ihm, bitte, hör auf, bitte, lass, ich mach alles, was du möchtest, aber bitte tu mir nicht weh. Ne, also ruhig versuchen. Lass mich in Ruhe, ich will nichts von dir. Nein! Ja, genau. Anfangs ist es auch, Gott, kann auch sein, dass er dir sagt, halt bloß die Schnauze, ne, sonst blitzt es was. Ne, schön leise hier, sonst kommst du nicht mehr nach Hause. Kann man wirklich, okay. Und dann, in dem Moment, wo du arbeitest, wo du dich entscheidest, jetzt arbeite ich hier, jetzt mache ich was. Dann alles rauslassen, anschreien, brüllen. Okay. Alles was drin. Ruhig ein bisschen verbale Bedrohung machen? Kannst du gerne machen. Okay, ja. Alles klar. Das ist für mich okay. Okay, alles klar. Okay, ja. Nein! Jetzt bist du so nach und nach ein bisschen verspannter geworden. Ja, ne? Habe ich gemerkt. Das ist das, was wirklich halt viele machen, was halt ganz normale Reaktion des Körpers ist. Zumachen. Spannung. Oh Gott, was passiert hier? Und deswegen muss man es wahrscheinlich auch wirklich so krass oft wiederholen, bis man das. Wie du schon sagtest, ich wecke dich im Schlaf und du sagst dir, los, so. Situation, genau. Und auf geht's. Ja, also. Ja. Aber es ist, also in der Situation, es ist ja jetzt alles total gestellt, aber ich merke total, dass es, wie du schon sagtest, richtig Stress macht und so innerlich, ja, mir wirklich Angst macht in diesem Moment, auch wenn es total gerade gestellt ist. Das ist schon nicht ohne. Wer sich auf dem Nachhauseweg im Dunkeln unsicher fühlt, kann verschiedene Hilfsorganisationen anrufen, wie zum Beispiel das Heimwegtelefon oder Viola Walks Home über Instagram. Sexuelle Gewalt passiert jeden Tag. Ich glaube, jede weiblich gelesene Person weiß, wovon ich spreche. Deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass es sichtbar gemacht wird, dass es präsent ist, auf die Straßen geschrieben wird, aber dass es auch Angebote gibt wie Selbstverteidigungskurse, wenn es zum Extremfall kommt, dass man sich vielleicht ein wenig sicherer fühlt und die Techniken abrufen kann. Oder wenn man auf dem Zuhauseweg ist, dass man vielleicht in der Bahn Viola Walks Home anruft.